Jährigen Havel Biwak. Mein Name ist Stabsgefreiter Friebel und ich bin heute Ihr Sprecher. An dieser Station zeigen wir Ihnen, wie die Truppe ein Gewässer mit Pionierunterstützung überwindet. Um das jenseitige Ufer zu sichern, müssen eigene Kräfte übergesetzt werden. Dazu sehen Sie nun, wie zwei Transportpanzer Fuchs die Havel durchschwimmen. Der Transportpanzer Fuchs ist ein geländegängiges, gepanzertes Radfahrzeug, das ursprünglich als reines Transportfahrzeug konzipiert wurde. Die Variante Pioniergruppe dient zum Transport von Soldaten bis zu einer Stärke. Nun ist eine Fähre eingesetzt, um schnellstmöglich weitere gepanzerte Fahrzeuge an das jenseitige Ufer zu bringen. Dazu hat die Schwimmbrückenkompanie vor 30 Minuten einen gewässernahen Verfügungsraum gezogen und die letzten Maßnahmen für den Einsatz abgeschlossen. Die Transportfahrzeuge Der erste Brückentransporter, geladen mit dem Motorboot, fährt nun in die Brückenstelle ein. Er wurde bereits im gewässernahen Verfügungsraum vorbereitet, um die Belastung auf die Zueinrichtung durch die Soldaten und Ladeflug zu reduzieren. Uferverhältnisse ermöglichen hier das freie Zuwasserbringen der Boote und Abschnitte. Sobald das Motorboot auf dem Wasser einsatzbereit ist, wird der erste Inlandsfisch ins Wasser gebracht. Dieser wird mit dem Motorboot aufgefangen und auf den Standard des Kupplungskurses verriegelt. Weitere Boote und Abschnitte werden ins Wasser gebracht. Von am Fernbauplatz. Der Rammabschnitt ist im Fall mit 8,62 Meter breit und 6,85 Meter lang. Beide Abschnitte haben eine nutzbare Länge von 6,70 Meter und wiegen 6,3 Tonnen.
Die eingesetzte Fünffachfähre hat eine nutzbare Länge von 20,10 Meter und eine Tragfähigkeit der militärischen Lastenklasse MLC 19. Diese entspricht in etwa 90 Tonnen. Setzt die einsatzbereite Fähre einen Kampfpanzer Leopard 2A6M über. Dieser verstärkt am jenseitigen Ufer die Sicherung. Eine Belastungsprobe mit dem SPZ Marder zur Überprüfung der Brücke. Nehmen Sie eine Brückenstelle. Die marode Brücke über einen in dieser Jahreszeit ausgetrockneten Bach kam vor einigen Tagen zum Einsturz. Die Insassen des Fahrzeugs kamen mit dem Schrecken davon. Die Panzerpioniergruppe
der 2. Kompanie des Panzerpionierbataillons 803 hat nun den Auftrag, die Brückenstelle zu erkunden, um die Brückenstelle für den zivilen Verkehr schnellstmöglich passierbar zu machen. Die Panzerpioniergruppe, ausgestattet mit einem Transportpanzer Fuchs, nähert sich nun die Brückenstelle. Die Panzerpioniergruppe ist soeben am diesseitigen Ufer der Brücke angekommen. Der Gruppenführer und zugleich der Kommandant des Transportpanzer Fuchs verschafft sich nun ein aktuelles Lagebild. Mit dem Laserentfernungsmessgerät, kurz LEMS, misst der Beifahrer die Entfernung zum jenseitigen Ufer. Der Gruppenführer fordert zum Rollen der Brückenstelle einen Pionierpanzer DAX an. Erst dann kann er mit der Pionierschnellbrücke Biber einen Übergang zu schaffen werden. Die Panzerpioniergruppe verbleibt an der Brückenstelle und überwacht das Vorgehen des Pionierpanzers. Der Pionierpanzer DAX nähert sich nun der Brückenstelle und räumt diese. Der Pionierpanzer DAX erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 62 km/h. Im Straßenmaß auf öffentlichen Straßen ist aufgrund seiner Breite von 3,42 m und seinem Gewicht von 42,5 Tonnen besondere Vorsicht geboten. Vorsicht sehen Sie, welche Auswirkungen ein Zusammentreffen zwischen dem Pionierpanzer DAX und einem handelsüblichen Pkw haben kann. Thank you.
Brückenstelle verwendet werden. Des Kampfpanzers Leopard 1 aufgebautes, gepanzertes Rollkettenfahrzeug. Sie dient den schnellen Das geht auch.
aus dem Fahrgestell des LKW 15 Tonnen mit Verlegevorrichtung sowie einer 50 Meter lang und 4 Meter breiten Haltestelle. Bis zur militärischen Lastenklasse 25, Aufnahmelast 35 und für Fettkettenfahrzeuge eine militärische Lastenklasse von 60, Aufnahmelast 70. Sowie 10 Kilogramm Sprengstoff mit. Gewehrschütze, Sprengrucksackträger,
Völker